Na also. Jetzt ist alles gut. Weiter geht's. Na, hoppala. Ich kann nicht schon mal. Aua! Na dann. Hier! Das reicht! Da! Schon dabei! Medizin! Sofort nehmen! Oh, verdammt. Hören die Väter uns an! Das wirst du bereuen. Das geht doch. Deine Fresse, das war knapp. Oh, hier Waffenautomaten. Munition wäre mir gut. Appetit war. Präzisionsgewehr. Soll ich mal wechseln müssen? Gucken wir doch mal, wer damit kommt. Ich habe Geld gefunden. Bedarf? Pep! Na, immer her damit. Und weiter geht's. Jo, was können wir hier? Luft kaufen. Jetzt haben wir auch noch viele. Oh. Die Beherrschung liefert entflammten Geliebten. Dann wollen wir doch einmal weitergehen. Tja, wir haben es geschafft. Habe ich uns in eine Welt gebracht, wo die Vox Waffen hatten? Oder habe ich eine erschaffen? Oh, Munition schon mal ganz gut. Wo ist Ich wollte gar nicht, dass das passiert. Elizabeth. Sie sind tot, Booker. Komm, verschwinden wir. Gehen wir in die Fabrik und holen uns das Luftschiff. Es ist nicht deine Schuld. Nichts von all dem. Du hast eine Tür zu dieser Welt geöffnet und bist durchgegangen. Sicher, Booker? Habe ich uns in eine Welt gebracht, in der Chen Lin noch lebte, oder habe ich sie erschaffen? Ich sagte dir ja, ich habe das immer als eine Art Wunscherfüllung betrachtet. Hier wurde der Wunsch wahr. Brüder und Schwestern, ich will offen sprechen. Wenn ihr euch...
sieht aus, als hätte ich doch einen Freund in der Stadt. Slade. Er hält's mit dieser Vox Populi. Für alle, die diese Truppe nicht kennen, das ist ein kämpferisches Völkchen. Das Problem ist, ich muss ihnen erst bei ihrer Revolution helfen. Dann stürmen wir Comstock House. Und dann kriege ich das Mädchen. Ja, ein bisschen Geld ist immer gut. Brauchen wir Geld? Nicht unbedingt. Okay, dann gehen wir auch mal zurück. Nur die Ruhe, alles in Ordnung hier. Was ist er denn? Doch nicht, Dana. Dann mal nach Kriegen die Tür nicht auf, solange niemand das Luftschiff runterholt. Sollen wir uns darum kümmern? Ihr seid gewaltig, ja. Ich und voller Hals. Seh dich. Wir sind voller Sieg. Wir leben. Zack.
den Antrieb lahmlegen und das Ding runterholen. Was hätten wir? Antrieb lahmlegen. Na, das sollte mit dieser Feuerkraft hier kein allzu großes Problem sein. Mal. Den noch so ein. Ich muss den Antrieb lahmlegen und das Ding runterholen. Schon klar, aber kann man nicht erstmal um. Das wär's. Jetzt kann man es da noch mal machen. Oh, drei Schuss. Was ist das? Munition. Immerhin haben wir dafür noch genug. Ein bisschen. Ja, recht alle Maler, so wie der reinhaut. Ja, wir können das auch nehmen. Nicht sinnvoller, ja. Panzerfaust. Das ist verlockend. Na komm her. Ich muss den Antrieb lahmlegen und das Ding runterholen. Hab ich aber auch hier. Anhalt, wir haben uns noch zwischenzählen. Okay, und jetzt runter von dem Ding. Das ist eine gute Idee, ja. Oh, hier kann ja noch was los. Da halt hier. Los, Elizabeth. Suchen wir Daisy in der Fabrik. Nee, ich möchte mich noch ein bisschen umschauen. Ja, warte mal kurz. Was ist denn das hier? Der Darkroom? Böner Scheiß. Alles klar, dann machen wir es mal auf in den nächsten Bereich. Fitzroy will Blut sehen, alles steht jedenfalls fest, entweder sie oder Fink wird den Sonnenaufgang nicht erleben. Ja, die Fabrik, da sind wir jetzt also drin. Boah. Oh ne, das sind mal verwirrend. Wo ist das hin? Nur aufdrehen. Aua. Verflucht, verflucht! Kaputt! Super, Achtung!
schön. Was? Wo? Wir haben uns lang genug unterdrückt. Machen wir weiter. Daisy sagte, sie kommt und holt sich Fink. Wir müssen mit dem Aufzug nach oben. Der fährt bestimmt in Finks Büro. Jo, grüß dich, Iron Runner. Die sind wie füreinander geschaffen, was? Wer? Fitzroy und Comstock. Maylin, Mr. Lin, mein Gott, ich war so auf Paris fixiert. Ich hätte nicht gedacht... Das konntest du ja alles nicht ahnen. Ich spielte eine Rolle bei dieser Katastrophe. Wenn du so tun willst, als wären wir unschuldig an all dem, dann ist das dein gutes Recht, aber... Ja, hallo? Hallo? Fink? Dich sterben, Booker. Mit eigenen Augen. Fitzroy. Hör zu, du hast deine Waffen. Jetzt will ich mein Luftschiff. Aber mein Booker David starb für die Vox Populi. Du bist entweder ein Schwindler oder ein Geist. Mein Booker David war ein Held. Einer, von dem man seinen Kindern erzählt. Du machst alles nur komplizierter. Interessant. Erstmal parallel, ich ist also tot und ja. Jetzt schauen wir mal, was hier noch weiter passiert. Zeig dich! Exekutiert! Okay. Leute, Mann, ihr habt die Reaktion. Ich stehe ja schon seit 5 Minuten. Für ja, Maschinengewehr wäre gut. Ansonsten, oh, Geld. Oder Gold und Silber. Boah, ich Alter. Hab Geld gefunden. Geil. Und dann 200. Dann kann man schon ordentlich was mit anfangen. Geht noch weiter. Na geil. Das war ja mal eine gute Ausbeute hier.
schon heute die Produkte von morgen. Hm? Du kannst mir Geld geben, wenn du welches hast. Sehr schön. Ach, hier werden die zusammengeschraubt, oder wie? Was hast du denn anzubieten? Irgendwas mal für das... Alles irgendwie nicht genau. Dann machen wir das lieber für Charakterverbesserung. Diese Löcher haben mir noch ein Wunder offenbart, obwohl ich erst noch sehen muss, wozu es gut sein kann. Es handelt sich um eine Kombination aus Mensch und Maschine, die sozusagen das Beste aus zwei Welten vereint. Der Prozess scheint unumkehrbar zu sein. Vielleicht hat Comstock Verwendung für so etwas, zum Beispiel als Wachposten für den Turm, den er baut. Da ist ein Songbird auch gemeint. Alles klar, so. Hold to grab enemies and release to reel them in for punishment. Alles klar. Will ich aber trotzdem erstmal nicht einlassen. So, Elizabeth? Na klar. So. Booker! Was ist los? Oh. Tötet die Hochstapler und dann verbrennt ihre Leichen. Super. Fireman! Feuer erledigt! Also wollen wir. Scheiße, Feuer war nicht schön. Scheiße, Ding. Aua. Du bist die Prinzessin gewährt. Oh, naja. Jetzt wünsche ich, hätte mir eine Verbesserung dafür gekauft. Außer, das. Aua. Das weiß ich, du. Gesundheit. Schwarz und Kohl wird dein Fleisch sein. Heil Feuer. Versteck dich ruhig. Sorry. Ich beneide dich um deinen Tod. Stell dich zum Kampf. Okay, das war es mit dem Feuer gewesen. Na dann. Okay! Immer weiter kämpfen! Aua! Kommst du
ist gar nicht. Hier, okay, das war vielleicht doch eine doofe Idee. Er ist gerade so für den Nahkampf, wäre das Maschinengewehr doch besser gewesen. Habt ihr das gehört? Wow, one hit. Das ist so eine Feuerradpappe, ist aber jetzt echt geil. Boah. Lass dich ausbluten. Alter, jetzt kriege ich hier auf die Fresse hier. Nimm das. Besser. Aua. Salz haben wir doch auch noch, dann kann man den bisschen. Wo ist er denn jetzt? Was ist jetzt mit dir? Oh, ich glaube, das war's. Nicht, dass es irgendwie Ladebacke oder sowas ist. Ist doch hier nirgends mehr was. Ich könnte hier nochmal durchschauen, aber das. Ah! Doch.
Leider alles. Jetzt wird was kommen. Wobei. Nur noch mal Zeit. Was haben wir denn hier Schönes? Nein. Ich bin sowieso nicht so der Typ, der zielt. Zumindest nicht bei diesem Gameplay. Und lenk Daisy an. Los! Das ist es? Das ist deine Bewegung, Daisy? Es muss sein. Wisst ihr, die Gründer sind wie Unkraut. Schneidet man es ab, wächst es einfach wieder nach. Wenn man Unkraut loswerden will, muss man es mit der Wurzel ausreißen. Nur so ist mein Gefühl. Elizabeth. Liegt wohl in der Familie. Elizabeth. Wow, wow, hey, hey, sachte. Okay. Nicht vergessen. Schilder oder Gesundheit oder vielleicht. Nochmal Salz. Gut. Wieso kommst du nicht da raus? Elizabeth! Dann einmal hier setzen, jo. Sie hatten nur das. Hör zu. Wie machst du das? Wie mache ich was? Vergessen. Wie wirst du all das wieder los, was du getan hast? Gar nicht. Man lernt eben, damit zu leben. Also, der Moment der Wahrheit. New York oder Paris? Scheiße. Nein, 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 nein! Scheiße. Los,
Gas. Wir müssen zusehen, dass das Ding irgendwie schneller wird. Ist doch irgendeine Art Gashebel oder Beschleuniger geben? Weißt du, wie das Ding aussieht? Keine Ahnung. Hilf mir suchen. Okay, das ist der Vogel und Elizabeth haben eine Art Verbindung zueinander. Wenn ich ihn töten könnte, würde sie das zulassen. Emporia. Das ist es nicht. Doch, bestimmt. Nein. Doch. Nein. Doch. Versuch's noch. Okay, warte. Bitte sehr. Booker, wir müssen sie stoppen. Nein, das ist das Heli. Nein, Booker, das ist schnell. Es bestimmt. Nein, ist es nicht. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Noch einmal. Nein, versuchst du. Gut. Aufhören! Gut. Hört auf, ihr bitte wisst sehr. Nicht, was ihr Nein, tut. Das ist es nicht. Na also. Nein, jetzt habt ihr es geschafft. Er kommt zurück, er kommt zurück. Die Noten waren korrekt. Das Instrument aber nicht. Beides muss stimmen, damit er reagiert. Aber wenn man es ihm vorsingen kann, bringt er einen hin, wo man hin muss. Aha. Wer seid ihr? Wir sind da, wo wir gebraucht werden. Und werden gebraucht, wo wir sind. Comstock benutzt also diese Songs. Gibt es noch weitere? Einen, der uns Songbird vom Hals hält? Vielleicht sollten Sie den Maestro selbst fragen. Und wo ist er? Natürlich. Wenigstens ist das Piano noch da. Das Piano. Booker, das ist Comstock House. Dort sollten wir anfangen zu suchen. Wo wollen diese Leute hin? Dorthin, wo es keine Vox Populi gibt. Mach die Augen zu und spring! Du schaffst es! Bitte zwäng mich nicht dazu! Du schaffst das! Spring schon! Ich schaff das nicht! Oh, ja. Was ist eine Drown Queen? Sie müssen ihre Haare zurücklassen, sonst können wir keine mehr aufnehmen! Das Schiff ist voll! Wir müssen Teile ihres Gepäcks hier lassen, wenn wir mehr Leute unterbringen wollen! Jawohl, Geld. Jetzt bräuchte ich nur mal wieder einen Automaten. Wie ist das ausgehen? Braucht man nicht. Sehr schön. Ah, haben wir doch. Ich will bloß weg hier. Ich hab nichts getan. Was hast du da, Geldsack, hä? Nehmt alles! Was ist das? Okay. Das geht was doch nicht. Panzerfaust, also Präzisionsgewehr. Dann machen wir das jetzt doch. Revolver, Ach nein. Auch sehr schön. Brauchen wir Geld? Oh, sehr schön. Das ist ein Feind. Alter, wie viele Schüsse im Kopf braucht ihr denn? Geht's hier hinten rum? Nichts!
War voll knapp. Ja, natürlich. Das war's dann mit dem schönen Geld. Los! Hier! Ich weiß nicht, früher sehen müssen. Was? Aufstehen, Booker! Booker! Bin ich beim Letzten, da scheiße ich natürlich. Natürlich. Der wollte das alles? Und du? Hier Hilfe. Echt? Ach, Schloss, dieses olle Schloss? Was ist das mit diesem Song, der den Vogel ruft? Das war immer so. Als kleines Mädchen habe ich ihn immer gern gehört. Gern gehört? Ich hatte ja nur ihn. Er fütterte mich. Brachte mir Bücher. Er war mein Freund. Freund? Bis ich größer wurde. Dann hasste ich ihn. Weil er mein Wärter war. Aber er ist nur Comstocks Geschöpf. Genau wie ich. Fertig. Eine Dame mit Handverwerten. Das gefällt mir. Sieh dir das an. Fitzroy ist auch nicht besser als Comstock. Oder? Wenn Volkes Blut erstmal in Wallung kommt, beruhigt es sich nicht so schnell. Das hier klebt an unseren Händen. Kriegst du es auf, Elizabeth? Mal schauen. Bitte. Das ging fix. Zeus sieht es voll Neid. Geh nochmal. Ja. Ich fühle mich schon besser. Das hört sich gut an. Elizabeth! In Ordnung. Musst kurz ohne mich gehen. Verzählt mit Teufelskurs, Shock Jockey, Bogdan Bronco, Springdefekte auf. Oh, das hört sich natürlich nicht schlecht an.
das probieren wir mal aus. Diese ganze Prophetie. Du glaubst nicht, dass man in die Zukunft sehen kann, oder? Ich hab mal was gesehen, als ich hier ankam. Es war ein Traum. Es war New York, nur noch viel größer. Und es stand in Flammen. Hm. Hoffentlich färbt die Magie des Propheten nicht auf dich ab. Na. Kein Verhandeln, keine Kapitulation, keine Vergebung. Da. Aber klar. Hab nichts. Sehr schön. Relativ gut aus. Schloss knacken. Sieht kinderleicht aus. Fertig. Zumindest sie erfand die Technologie, durch die diese Stadt schwebt. Riesenballons. Quantenpartikel.
die in fixer Höhe in der Raumzeit hängen. Also nicht Riesenballons? Aber in meinen Büchern stand, dass sie vor ein paar Jahren spurlos verschwunden sind. Ich sagte ja, sie kommen. Das stimmt nicht. Gut, ich wollte sagen, dass sie kommen. Hast du aber nicht. Aber ich sag's nicht. Ist das korrekt? Etwas sagt mir, die sind nicht das, was sie zu sein scheinen. Ich wollte gesagt haben, dass sie kommen? Nein. Der Subjunktiv? Das ist kein Subjunktiv. Ich glaube, die Syntax ist noch nicht erfunden. Zu haben, gehabt haben sein. Zu haben, gehabt haben sein? Das stimmt doch nie. Die scheinen helfen zu wollen. Die scheinen sie nicht alle zu haben. Seltsam. Der Fakt, dass wir oft... Den Satz des anderen beenden? Ganz genau. Umgekehrt wäre es seltsamer. Was denkst du, wie die das machen? Dazu komme ich, wenn ich das mit der schwebenden Stadt kapiert habe. Jo. Komm, Comstock House ist da vorn. Der Spross des Propheten wird den Thron besteigen. Ich sollte ihm nachfolgen, oder? Comstock? Ja, ich denke schon. Was sperrt er mich dann ein? Tja, ich schätze, du wolltest nicht aufgebaut werden. Vielleicht hatte er was in petto, um dich gefügig zu machen. Was denn? Ich glaube, das will ich gar nicht wissen. Irgendwer meine Stimme hört. Es sind schwere Zeiten und ich könnte eure Hilfe brauchen. Ich hoffe, niemand hat mich hier vergessen. Und jetzt wieder Musik. Auf, Elizabeth? Kein Problem. Geschafft. Ich habe Geld gefunden. Bedarf? Mal her damit. Ich sehe ihn! Ja, also die künstliche Intelligenzen sind nicht die Hits. Natürlich ist das, ne? Aber Moment, habe ich ja nicht so ein Bigoding noch? Ladung Freischaltung. Erhöht den Schaden. Das ist schwierig. Bronco Boost oder Teufelskuss Boost? Ja, Teufelskuss. Setze ich dann, glaube ich, doch öfter ein. Exekutiert jeden, der Ärger machen könnte. Jeden Bewaffneten. Jeden Brillenträger. Den Rest treibt zusammen. Na, nehmen wir doch mal den Karabiner. Mr. Comstock, wenn wir uns das nächste Mal treffen, dann nicht zu Verhandlungen. Sehen Sie, ich war bei dieser Hall of Heroes, um Ihren falschen Hirten für Sie zu skalpieren. Es stellte sich aber raus, DeWitt spricht zu. Er half mir, mich mit dem verkrüppelten Jungen zu verständigen, um den ich mich neuerdings kümmere. Nachdem ich nun gehört habe, wie es dem Kleinen in Ihrer Stadt erging, denke ich, wenn wir Ihnen die Kopfhaut abziehen, lasse ich Ihnen das Messer halten. Ja, nett.
verschlossen. Sieht kinderleicht aus. Fertig. Einmal etwas. Salty Oyster. Oh, na, guck mal. Kriegst du das auf? Okay. Na, sehr schön. Geschafft. Jo, aber bevor wir jetzt weitermachen, würde ich sagen, Ben, ich höre den heutigen Tag, den Livestream wieder. Und wir sehen uns dann demnächst wieder. Wie gesagt, Ankündigungen und sonstiges findet ihr immer auf der Facebook-Seite, da es keinen festen Zeitplan gibt. Bis demnächst. Tschüss, haut da rein.